Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Karten befragen. Wer bist du für deinen Gegenüber und was möchte dein Gegenüber von dir? Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, dann schauen wir zuallererst rein, wer bist du für deinen Gegenüber? So, okay, Wege mit Herz. Ja, du bist anscheinend eine Person für dein Gegenüber, die mehr Herzentscheidungen als Verstandsentscheidungen beispielsweise macht. Du bist sehr empathisch, emotional, sehr tiefsinnig. Und vielleicht bist du auch ein Mensch für dein Gegenüber. So ein Szenario bekomme ich irgendwie gerade rein, dass dein Gegenüber eher, sag ich mal, nach den Werten, die man vielleicht angelernt bekommen hat, vielleicht im Schulsystem, diese eher sozusagen verfolgt und du vielleicht jemand bist, der ganz stark auf seine Intuition hört und auch wenn es irgendwie gar keinen Sinn macht, was man zum Beispiel im Schulsystem gelernt hat. Ja, sowas bekomme ich hier rein. Da bist du schon auch ein sehr mutiger Mensch in den Augen deines Gegenübers, der ja den Mut hat, auch seinem Herzen zu folgen. Ja, genau. Dann ziehen wir jetzt die Tarotkarten. Ups, da wollte schon eine raus. Dann nehmen wir die mal. Also die wollte ja ganz auffällig raus. Und die restlichen, die ziehen wir mal. Also wer bist du für dein Gegenüber? Wir haben einmal die 7 der Stäbe, das Ass der Kelche, die Königin der Schwerter. Wir nehmen jetzt mal 6 Karten. Die 10 der Münzen, der Stern und die Hohe Priesterin. Okay, ne, dann später kommen wir zu der zweiten Frage. Was will dein Gegenüber von dir? Ich möchte tatsächlich auch mal die Karten abklären, um da näher reinzuschauen. Und zwar auf die 7 der Stäbe. Das Rad des Schicksals. Das ist sehr interessant. Dein Gegenüber sieht dich als eine sehr starke Persönlichkeit tatsächlich. Ne, wir haben ja schon gesagt, du gehst deinen Weg, du machst viele Herzentscheidungen, egal was im Außen da für Gegenwind kommt oder vielleicht auch Meinungen kommen, die dich versuchen aufzuhalten oder zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen, bist du in den Augen deines Gegenübers ein Mensch, der da vielleicht ja das sich anhört, aber dennoch die Kraft hat, die Stärke hat, nach der eigenen Intuition, nach der inneren Weisheit sozusagen den eigenen Weg zu gehen. Also das lässt du nicht ganz so nah an dich ran oder du lässt dich, sagen wir mal so, du wirkst dadurch natürlich sehr, sehr charakterstark. Ja, eine sehr starke Persönlichkeit, so sieht dich dein Gegenüber. Ne? Und da muss man natürlich auch erstmal mit klarkommen, weil so Menschen natürlich auch langfristig nicht so leicht manipulierbar sind. Genau. Dann schauen wir auf das Ass der Kelche. Das ist ja auch so dieses, guck mal, genau das ist es, diese Herzentscheidungen. Ah, du hast wirklich einen sehr guten Zugang zu deinem Herzen, ja? Also wir gucken ja, wie dich dein Gegenüber sieht und du hast eben hier, wie gesagt, auch die Kraft und den Mut, deinen Sehnsüchten zu folgen. Das ist sehr interessant, weil ich bekomme hier rein, das macht vielleicht manchmal von außen nicht wirklich Sinn, wie du deine Entscheidungen im Leben triffst. Ne, auch jetzt gerade dein Gegenüber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, vielleicht ist das ein Mensch, der eher wirklich nach den Werten geht, die man sozusagen in der Matrix angelernt bekommen hat im Schulsystem. Und genau, und du tickst vielleicht ganz anders, also zumindest aus Sicht deines Gegenübers und hast eben sozusagen die Stärke, wenn zum Beispiel 99 Personen A sagen, sagst du einfach B, hast den Mut B zu sagen. Und so nimmt dich dein Gegenüber wahr. Genau. Und natürlich auch, was man auch sagen muss, ist, dass du einfach auch eine Person für deinen Gegenüber bist, die es auch schafft oder der es auch schafft, deinen Gegenüber wirklich tief im Herzen generell zu treffen. Also ich nehme hier auch tatsächlich in Bezug auf euch beide oder jetzt, wir reden ja auch aus Sicht deines Gegenübers, schon auch sehr tiefe innige Gefühle in deine Richtung wahr. Dann schauen wir auf die Königin der Schwerter und die Königin der Kelche. Auch wenn du sehr herzorientiert wirkst, weißt du dennoch, was du willst. Also es mag manchmal sein, dass du naiv gewirkt hast auf dein Gegenüber oder wirkst, aber wenn es dann
hart auf hart kommt sozusagen, du dennoch dich nicht weichklopfen lässt. Also du bist ein sehr emotional geladener Mensch aus Sicht deines Gegenübers, aber auch kannst du manchmal sehr stur sein. Genau, wenn du dir einen Floh in den Kopf gesetzt hast oder eine Meinung hast, dann kannst du die auch wirklich sehr selbstbewusst hier vertreten. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das kann auch wirklich manchmal deinem Gegenüber Angst machen, weil du dadurch einfach auch eine gewisse Stärke präsentierst nach außen, ne? Und man kann dich dann auch, sag ich mal, fast gar nicht oder kaum manipulieren mit so einer inneren Stärke. Genau. Was nicht heißt, dass dein Gegenüber dich manipulieren will, um Gottes Willen. Schauen wir mal auf die 10 der Münzen. Da haben wir den Page der Münzen und den König der Schwerter. Dein Gegenüber spürt, dass es mit dir gemeinsam sehr viel Potenzial und ja, einfach auch aus spiritueller Sicht mit sich bringt. Die Klarheit ist da. Er sieht all deine guten Seiten. Genau. Das ist auf jeden Fall hier glasklar bei diesem Menschen, dass in dir so viel Potenzial steckt und dass du einfach auch so eine gewisse Fülle ausstrahlst, ob es jetzt wirklich auf deinem Bankkonto ist oder energetisch, ja. Aber du wirkst überhaupt nicht, wie sagt man, abhängig von anderen Menschen oder Umständen. Du wirkst sehr unabhängig. Du bist sehr, also aus Sicht deines Gegenübers, auch ein Mensch, der bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, ne, was ich auch hier oben schon gesagt habe. Und das nimmt er als eine sehr, sehr starke Charaktereigenschaft hier auch tatsächlich wahr. Ja, guck mal, und wir haben hier die 4 der Stäbe auf den Stern. Ja, du bist auf jeden Fall für dein Gegenüber ein Mensch, mit dem der Stern steht auch für großes, großes Potenzial, für einen Wunsch, den man auch in sich trägt. Und wir haben ja hier auch schon gesehen, hier ist ein starkes Band zwischen euch beiden, innige Gefühle auch, ja, auf der Herzgegend. Und tatsächlich hat dieser Mensch schon auch diesen großen Wunsch, hier für diese Vereinigung sozusagen zwischen euch beiden, ne? Also gerade die 4 der Stäbe, die stehen ja für eine sehr enge Verbindung sozusagen. Und hier ist tatsächlich dieser Wunsch bei deinem Gegenüber, diese Verbindung zu stärken oder auch zu leben. Ne, vielleicht ist es aber auch so, dass ihm das zeitgleich Angst macht, weil dieses Band sehr stark ist und weil du hier auch sehr, wie eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, einfach auch ja, deinen Weg gehst und dich nicht, sage ich jetzt mal, ablenken lässt. Genau. Dann haben wir hier die Hohepriesterin mit den 6 der Kelchen. Ich habe das Gefühl, also A, natürlich, du bist jemand, der sehr feinfühlig in dem Sinne ist. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass dein Gegenüber manchmal Angst vor dir hat, weil du Dinge siehst oder energetisch wahrnimmst, die noch nicht mit den 5 Sinnen wahrnehmbar sind oder noch nicht ausgesprochen worden sind, aber du sie dennoch spürst und ja, vielleicht auch gewisse Dinge ansprichst, wo dein Gegenüber sich denkt, woher weiß sie das, was in mir vorgeht? Ich habe es ja noch gar nicht geäußert. Sowas bekomme ich hier tatsächlich rein. Ne? Und was ich hier auch reinbekomme ist, gerade auch mit den 6 der Kelchen, dass das zwischen euch beiden eine Verbindung ist, wo ihr beide zwar nicht in allen Themen, aber in gewissen, also auf Seelenebene, euch sehr vertraut seid. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ihr habt euch getroffen und sofort das Gefühl gehabt, ihr seid total ähnlich. Genau, also da ist so schon auf Seelenebene so eine Verbundenheit spürbar, als hättet ihr euch schon ewig vorher gekannt. Ja, also das bist du hier für dein Gegenüber. Genau, und jetzt schauen wir mal, was will er denn von dir? So. Das ist ja schon mal an sich schön gewesen hier. Wo habe ich die? Hier. Okay, was will er denn von dir? Dann nehmen wir jetzt auch wieder eine Herzenfühlenkarte. Ups, da sind 2 gefallen. Er will die Zuneigung und ja, deine tatsächlich Ausstrahlung, deine Energie. Das ist sehr interessant.
Du bist einfach, wie ich ja schon eben gesagt habe, eine sehr starke Persönlichkeit und natürlich auch sehr mit dem Herzen verbunden, was natürlich auch eine sehr energetische, hohe Ausstrahlung mit sich bringt. Und ich weiß nicht, wie zurzeit eure Situation ist. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen abgekühlt ist zwischen euch beiden oder... ja, und dieser Mensch, weil wir Papa jetzt die Karten gefragt, was wünscht er sich von dir? Und da ist jetzt die Zuneigung gekommen, ne? Also, ja, vielleicht wünscht er sich sozusagen die Wärme oder die Zuneigung wieder zurück, ne? Und einfach auch, dass ihr beide, wenn ihr euch beide seht oder miteinander kommuniziert, verbal oder nonverbal, dass da einfach so dieses Leuchten kommt. Und vielleicht ist das so ein bisschen untergegangen bei euch beiden in der letzten Zeit, weil, ja, vielleicht hattest du deine Themen, dieser Mensch hatte seine Themen, ne, kann alles sein, man war beschäftigt, aber das ist hier zumindest ein Wunsch. So, dann ziehen wir nochmal 6 Karten. So, was will er von dir? Schauen wir mal. Wir haben die 7 der Kelche, die 8 der Münzen, die Königin der Kelche, upsa, die 7 der Münzen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, dann nehmen wir noch 2, die Königin der Schwerter und noch eine und die 10 der Stäbe. Okay, dann klären wir die auch nochmal ab und zwar einmal auf die 7 der Kelche. Der Page der Stäbe. Ich möchte die jetzt mal alle abklären. Die 3 der Kelche. Der Eremit. Die Gerechtigkeit. Der Page der Kelche. Ups, da wollte eine raus. Die 8 der Münzen, okay. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier das Kartenbild sehe, wir haben ja schon gesehen, ne, was will er von dir? Mehr Zuneigung und auch tatsächlich deine Energie, von deinem Energiefeld anzapfen, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Er sieht dich als eine super tolle Person, aber ich habe zeitgleich auch das Gefühl in dieser Legung, gerade bei dieser zweiten Kartenblatt jetzt hier, dass du tatsächlich auch so ein bisschen auf dein Energiefeld achten solltest. Weil wir haben ja schon im ersten Kartenbild gesehen, er nimmt dich als eine Person wahr, die sehr mit ihrem Herzen verbunden ist. Und oft zieht man dadurch Menschen in sein Leben, die nicht wirklich mit dem Herzen verbunden sind. Ne? Muss nicht, aber kann sehr oft sein, dass so zwei Menschen oft zueinander kommen. Und weil dann gibst du ihm etwas, dem Menschen, was er selber nicht in sich spüren kann. Und das nehme ich hier tatsächlich auch in der Legung wahr. Ich habe das Gefühl, dass er ein Mensch ist, gerade hier mit den 7 der Kelchen und dem Page der Stäbe, dass das ein Mensch ist, der eher in einer Verbindung die Bequemlichkeit sucht. Wie soll ich das sagen? So mit dem Flow gehen, ne? Sich nicht festlegen wollen für die nächsten 5 oder 10 Jahre oder wenig für die Zukunft planen, ne? Weil die 7 der Kelche heißt irgendwie so wischiwaschi für mich, gerade hier in Bezug auf eine Vereinigung. Also sagen wir es mal so, er sieht ja das Potenzial in eurer Verbindung, hat auch irgendwie diesen tiefen Wunsch der Vereinigung, aber vielleicht fehlt hier noch der nötige Mut und der Mensch versucht natürlich, für den kleinsten Preis sozusagen eure Verbindung am Laufen zu halten. Das nehme ich hier tatsächlich wahr. Er wünscht sich tatsächlich auch, dass du, vielleicht bist du auch manchmal, also wie gesagt, ich rede aus Sicht deines Gegenübers, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass dein Gegenüber manchmal möchte, dass du mehr arbeitest oder dich mehr mit Leuten triffst, um weniger den Fokus auf eine Verbindlichkeit zu legen, tatsächlich, was ich hier sehe. Das ist sehr interessant. Vielleicht habt ihr da einfach auch unterschiedliche Ansichten in Bezug auf eine Verbindung. Ich nehme wahr, dass dein Gegenüber das genießt mit euch beiden, aber dennoch nicht langfristig sich komplett festlegen möchte und auch so ein bisschen seine Freiheiten genießt. Das heißt, nicht mit anderen Personen, einfach nur
ein bisschen so Ich-Zeit mehr genießt, ja. Und genau, da wünscht er sich manchmal so ein bisschen mehr, dass du vielleicht den Fokus mehr auf Freundschaften in deinem Leben oder auf deine Projekte oder Hobbys legst, ja, je nachdem. Genau, dass er so ein bisschen mehr Raum spürt. Ob das jetzt gesund ist oder toxisch, das musst du für dich entscheiden, ja. Das können dir die Karten nicht jetzt hier für dich sagen, weil jeder hat ja auch andere Wünsche und Vorstellungen von einer Verbindung. Genau. Genau, was will er denn hier noch von dir? Ja, hier haben wir es ja auch, ne, dieses, er wünscht sich manchmal ein bisschen mehr Abstand. Also das kann sich natürlich auch wirklich ungesund anfühlen, muss man wirklich sagen, weil vielleicht ist das hier ein typischer Bindungsängstler, mit dem du es zu tun hast. Und du bist vielleicht, gehörst du der Kategorie Verlustängstler, und der Bindungsängstler, wenn der dann wegrennt, dann tust du unbewusst Dinge initiieren, die euch wieder näher bringen sollen, und dann rennt er noch mehr weg sozusagen. So könnte eine Dynamik zum Beispiel aussehen. Und er wünscht sich tatsächlich, dass du manchmal nicht so verfügbar bist, damit er wieder den Drang hat, dir näher zu kommen. Und da muss ich sagen, das fühlt sich natürlich nicht wirklich jetzt hier so gesund an in dieser Legung, ja? Weil irgendwie kann man sich ja dann auch niemals so irgendwie richtig gehen lassen. Also so fallen lassen in einer Verbindung. Genau. Ja, was wünscht er sich noch? Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte hier nochmal eine Klärungskarte haben, um da wirklich nochmal näher reinzuschauen. Gerechtigkeit, die 9 der Kelche. Lass mich nochmal eine Karte ziehen. Und die Welt. Okay, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch von dir noch mehr Grenzen möchte, wenn ich das hier sehe. Vielleicht ist es so, dass dieser Mensch unbewusst, ich sage nicht bewusst, unbewusst sich mehr noch mehr klare Kante wünscht, indem zum Beispiel du trägst einen Wunsch in dir, du äußerst das aber nicht so wirklich oder tust das mal nebenbei erwähnen, aber lebst das nicht wirklich. Und dadurch spürt dieser Mensch, dass er irgendwie vielleicht auch zu viel Freiheit hat, passiert ja sowieso nichts, ja. Und hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Mensch sich ein bisschen mehr wünscht, dass du wirklich, wirklich klare Grenzen setzt in dem, was du willst. Was es dann im Endeffekt sozusagen daraus ergibt, ist in jeder Verbindung anders, ja. Aber ich sag mal, es kann ja sowieso nie verkehrt sein, wenn du in dir einen Wunsch trägst und du hast das Gefühl, du musst runterschlucken, weil es vielleicht nicht gut ankommt bei deinem Gegenüber, dann verrätst du ja in dem Moment sowieso dich selbst. Das solltest du sowieso nie tun, ne? Deswegen kannst du sowieso nichts falsch machen, wenn du zu dir stehst und das auch aussprichst, was du gerne haben möchtest oder leben möchtest. Genau. Genau, was er sich tatsächlich auch von dir wünscht, ist, das ist total strange hier, also ich glaube wirklich, du hast es mit einem Bindungsängstler zu tun, ja. Er wünscht sich manchmal mehr die kalte Schulter von dir. Irgendwie wirklich hier so krasses Katz-und-Maus-Spiel braucht dieser Mensch, Heiß- und Kaltspiele. Vielleicht ist dieser Mensch wirklich zu einem Drama schon, wie so eine Sucht, hatte viel Drama in seiner Kindheit. Und es ist wirklich wie so eine Drogensucht auch, ne. Dass man es als langweilig empfindet, wenn man einfach eine ganz normale Beziehung führt, sondern immer dieses Heiß-Kalt braucht, ne? So dieses Gefühl, ah, jetzt muss ich wieder was erobern, dann ist es da, dann ist es wieder langweilig. So nehme ich tatsächlich dein Gegenüber hier wahr. Ob es dann für dich richtig ist, das musst du natürlich entscheiden. Genau. Ja, und dann ist es hier natürlich so, wir haben ja hier die 10 der Stäbe und die 8 der Münzen. Es ist sehr interessant. Vielleicht habt ihr immer mal wieder hier so einen Schlussstrich schon gehabt. Oder ne, diese 10 der Stäbe kann auch wirklich dafür hindeuten, dass ihr beide schon irgendwie einen längeren On- und Off-Prozess gemacht habt. Oder aber, wenn du jetzt sagst, nein, es ist nicht so, dann kann man auch sagen, dass es hier einfach darum geht, gewisse Hindernisse
die sich schwer anfühlen, auch bei deinem Gegenüber auf den Schultern oder aber auch bei dir, dass man die einfach beiseite schafft, die zum Beispiel eure Verbindung belasten können, ja? Oder einfach auch belasten. Ja, das wünscht sich hier dein Gegenüber von dir. Also wie gesagt, das, was er von dir sich wünscht, fühlt sich nicht so richtig gesund an in dieser Legung. Auch jetzt mit der Zuneigung und der Ausstrahlung habe ich das Gefühl, er versucht schon mit dem kleinsten Preis eure Verbindung am Laufen zu halten, dein Licht auch so ein bisschen anzuzapfen oder zumindest das, was du mit deiner Herzverbundenheit spürst, dass er das eben auch empfindet, ja. Genau, ich meine, diese Sehnsucht nach dieser festen Verbindung ist schon da bei deinem Gegenüber, haben wir in der ersten Legung gesehen. Aber da fehlt noch, glaube ich, so ein bisschen diese Angst, dich für immer verlieren zu können. Ist mein Eindruck jetzt hier in der Legung. Guck bitte einfach in deine Situation rein. Genau. Ja, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.